Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen bei der heutigen Pressekonferenz betreffend den Patienten Höhlenforscher Marek Gizowski. Ich darf kurz berichten, wie es ihm heute und wie es ihm jetzt geht. Nun, es geht ihm eigentlich überraschend gut. Er ist kreislaufstabil, gekommen. Wie er gekommen ist, war er noch etwas dehydriert, was nicht verwunderlich ist. Aber es funktionieren die Organe sehr gut, Niere scheidet sehr, sehr gut aus. An Brüchen liegt vor ein Beckenbruch, der ist hinter mir abgebildet, nicht massiv, nicht weiß Gott wie spektakulär, aber so, dass durch den Aufprall auf der linken Seite, durch den Sturz, er dürfte auf die linke Seite oder muss er gefallen sein, hat sich das Becken frakturiert. Ich zeige vielleicht ganz kurz, Moment hin. Hier ist ein CT-Zeichnis, ein Beckenbruch hier und hier auch, hier abgebildet und hier abgebildet. Also ein Beckenbruch, den wir aber nicht operieren werden müssen, weil das wenig oder kaum praktisch nicht verschoben oder kaum verschoben ist, wird das von sich aus heilen. Rippenfrakturen liegen ebenfalls vor. Eine ganz sicher, eine zweite sehr wahrscheinlich, das können wir nur am CT feststellen, eine Fissur, das spielt aber keine Rolle. Wichtig ist, dass die Lunge nicht verletzt ist, er atmet sehr gut, spontan, er hat keine Atemprobleme, überhaupt nicht. Dazu kommt ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, im Sinne einer Gehirnerschütterung, allerdings, er kann sich an das Unfallgeschehen nach unserer Schilderung oder Schilderung uns gegenüber grob erinnern. So, wie geht es weiter? Er wird heute auf die Normalstation noch verlegt werden. Aber da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Er ist so stabil, dass man ihn verlegen kann. Also auf die Normalstation und dann wird man ihn langsam die nächsten Tage mobilisieren. Und ja, vielleicht habe ich noch etwas vergessen, einen massiven Bluterguss am linken Oberschenkel, der ihn ziemlich schmerzt, auch wiederum bedingt durch den Aufprall. Er war ja der Meinung, dass ein Oberschenkelbruch vorhanden ist, was sich dann nicht herausgestellt hat, aber das ist eben durch den Beckenbruch vorgetäuscht worden. Die Situation in der Höhle ist ja an sich jetzt hinlänglich bekannt. Wir konnten den Patienten nach 48 Stunden bereits dem organisierten Rettungsdienst, in dem Fall dem Bundesheer-Hubschrauber aus Eigen, übergeben. Und der Patient konnte dann hier weiter im Krankenhaus versorgt werden. Es ist mir eine besondere Freude, ihn heute wieder sehen zu können. Kosmos, sein Spitzname in der Höhle. Auf jeden Fall geht es ihm gut. Ich war also erstaunt zu sehen, dass heute fast das größte Problem ist, dass er noch nicht rasiert ist, aber das haben wir dann gleich nachholen können, sodass wir ihn eben heute, wie meine Vorredner schon gesagt haben, auf die Normalstation werden verlegen können. Also das ist hier ein knöchernes Becken. Er hat sich auf der linken Seite verletzt, also links hier, und zwar hier ist das Kreuzbein, Darmbeingelenk, das ist hier. Und hier hat er sich das Kreuzbein gebrochen. Genau genommen ist es eigentlich das Kreuzbein, aber es ist eine funktionelle Einheit. Und hier unten hat er sich nochmal den Knochen gebrochen, hier. Also hier bei dem Schambeinast. Das ist der Schambeinast, der obere Schambeinast, und hier ist nochmal der Bruch durch. Das heißt, wir sprechen hier von einer Beckenringverletzung, denn das ist ein Beckenring. Wenn hier gebrochen ist und hier gebrochen ist, dann ist das eine Beckenringverletzung. Es ist aber, wir sprechen von einer stabilen Beckenringverletzung und einer instabilen Beckenringverletzung. Zum Glück hat er eine stabile Beckenverletzung. Das hat mit den Beinhautverbindungen und Bandverbindungen zu tun. Mit anderen Worten, stabil heißt, man muss ihn nicht operieren. Wäre das eine instabile Verletzung, also ein bisschen mehr noch an Energie, die da drauf gekommen wäre beim Sturz hinunter, dann müssten wir ihn operieren, was derzeit aber nicht der Fall ist.